Stich für Stich wird Giraffe wieder ganz genäht. Das Stofftier des 5-jährigen Linus hat einen Armbruch. Deswegen liegt es nun auf dem OP-Tisch der Stofftierklinik der Universitätsmedizin in Göttingen. Wie in einem richtigen Krankenhaus müssen die jungen Stofftierbesitzer zunächst die Anmeldung passieren. Dann werden die losen Knopfaugen in der Ambulanz wieder angenäht, schmerzende Stoffkörper im Röntgenraum durchleuchtet und Gliedmaßen auf dem OP-Tisch geflickt. Seit 11 Jahren gibt es die Klinik. An 2 Tagen im Jahr werden die kranken Puppen, Teddys, Elefanten und Schlangen von den Medizinstudenten der Universitätsmedizin Göttingen versorgt. Die Stofftierklinik soll den Kindern die Angst vor einem Arztbesuch nehmen. Wie im echten Leben werden die Lieblinge der Kinder auf Herz und Nieren geprüft. Fragen zu den Beschwerden werden gestellt und Pflaster verteilt. Auch ein Besuch bei der Physiotherapie darf nicht fehlen. Auch wenn die Kinder etwas traurig sind, dass es ihren Lieblingen schlecht geht, spannend finden sie die Teddybär-Klinik allemal.